Ja, in dieser Richtung gibt es ja noch mehr. Und Angela hatte was vorbereitet. Es gibt ja eine neue US-Resolution gegen Russland. Fürchterlich. Ich hab heute mal reingelesen. Es gibt auch mittlerweile, haben wir auch auf Facebook geteilt, eine deutsche Übersetzung dazu. Aber ich möchte nichts vorwegnehmen. Angela, bitte. Hallo Braunschweig. Also erstmal bin ich sehr froh, dass wieder viele hergekommen sind. Ich habe auch viele neue Gesichter gesehen. Und ich hoffe, dass wir uns so über den Winter halten und weiterhin hier für den Frieden stehen können. Und wie Rick schon gesagt hat, die USA, also der US-Kongress, hat eine Resolution verabschiedet, und zwar die Resolution 758. Zu dieser Resolution möchte ich Folgendes sagen, oder ich beziehe mich da auch auf Ron Paul, der das Ganze dann auch nochmal öffentlich zur Sprache gebracht hat. Und zwar vor dem Hintergrund, Ron Paul ist ein Oppositionspolitiker im US-Kongress, also er saß auch lange im US-Kongress. Und was man als erstes wissen muss, nur 10 Abgeordnete haben sich gegen diese Resolution ausgesprochen. Worum geht es in dieser Resolution? Als erstes geht die Resolution darum, die das Handeln der Russischen Föderation unter Putin aufs Schärfste verurteilt, seine Aggressionspolitik für die angrenzenden Staaten und seine politische und wirtschaftliche Dominanz. Sorry, da musst du das erste Mal lachen. Wer ist aggressiv gegen andere Länder? Wer bombt ohne UN-Mandat in Syrien? Das ist die USA. Wer versucht Demokratie mit Drohnen in Pakistan, Libyen, Irak, Iran, überall zu bringen? Wer tut Demokratie exportieren und bringt nur Tod, Leid, Tränen und Zerstörung? Das ist die USA und nicht Russland. Weiterhin wird in Absatz 3 dort in dieser Resolution verurteilt die Invasion in der Ukraine. Wenn es eine Invasion gegeben hätte Russlands, dann wären die Zeitungen voll davon mit Beweisen. Man würde es uns zeigen, um uns für einen Krieg gegen Russland zu mobilisieren. Diese Beweise fehlen vollständig. Bisher ist jeder Beweis, der in den Zeitungen auftauchte, der in den Medien auftauchte, zerpflückt worden von vorne bis hinten. Das waren alte Fotos, es waren Fotos von 5 Jahre alten Manövern und so weiter und so fort. Es gibt keinen einzigen Beweis einer russischen Invasion in der Ukraine. Artikel 11. Im Osten hätte es betrügerische und illegale Wahlen gegeben. Seit wann sind Wahlen betrügerisch und illegal? Wenn Menschen darüber abstimmen, was ihr Wille ist, dann ist das nicht betrügerisch und illegal, dann ist das das Selbstbestimmungsrecht der Menschen. Das nennt sich Demokratie. Dies nun als illegal zu bezeichnen, ist einfach nur eine absolute Lüge, womit wir wieder instrumentalisiert werden sollen. Wahlen dienen den USA oder werden nur anerkannt, wenn das Ergebnis stimmt. Stimmt das Ergebnis nicht so, wie sie das wollen, sind die Wahlen betrügerisch und illegal. Merken wir uns das. Es wird ein Rückzug der russischen Streitkräfte aus der Ukraine gefordert. Welche russischen Streitkräfte? Die sie nicht beweisen können? Es ist immer wieder versucht worden, von irgendwelchen Invasionen zu schreiben, von Panzerkolonnen, von irgendwelchen Kolonnen ohne Nummernschilder. Erstens gibt es keine Beweise und zweitens die Ukraine und die sogenannten Separatisten haben auch Militärfahrzeuge. Die werden ganz bestimmt nicht groß ranhängen. Hier fährt ein Fahrzeug von den Separatisten. Artikel 14. MH17. Dort wird behauptet, MH17 wäre von einer Rakete,
der Separatisten abgeschossen würden mit russischer Unterstützung. Der Bericht zu MH17 redet davon nicht. Es wird erst in einem Jahr ein unabhängiger Untersuchungsbericht erwartet. Wie kann jetzt die USA in einer Resolution sagen, mit russischer Unterstützung wären es die Separatisten gewesen, wenn es nicht bewiesen ist? Auch hier wieder eine Lüge. Artikel 16. Es wird verurteilt, dass Russland Waffen nach Syrien zu Assad liefert. Es wird verschwiegen, dass diese Waffen gegen ISIS eingesetzt werden, die die USA bekanntlich zum Feind erklärt haben. Sie sagen aber nicht, dass ihre Waffen, die sie geliefert haben, bereits in der Hand von ISIS sind und verwendet werden. Amerikanische Waffen sind in der Hand von ISIS, das wird nicht verurteilt. Aber dass Assad gegen ISIS kämpft mit russischen Waffen, das ist plötzlich illegal. Was für eine doppelzüngige Moral. Des Weiteren, in Artikel 17 wird verurteilt, dass Russland Sanktionen gegen die Ukraine verhängt habe. Also ich kann mich nur erinnern, dass Russland darauf gedrängt hat, dass sie Gas erst weiterliefern, wenn das Gas bezahlt wird. Wir erinnern uns, die Ukraine hat Milliarden Schulden an Russland. Sie haben jetzt für 358 Millionen Gas in Russland eingekauft. Und wie war das nochmal mit den Sanktionen? EU, USA, wer verhängte denn Sanktionen und gegen wen? Nämlich gegen Russland. Für irgendwelche Invasionen, die es nie gegeben hat. In Artikel 22 wird der Überfall Russlands auf Georgien verurteilt. In einem unabhängigen Untersuchungsbericht hat selbst die EU bereits anerkannt, dass es keinen Überfall Russlands auf Georgien gab, sondern Georgien im Gegenzug Russland überfallen hat und die beiden Abchasien hier, diese kleinen Oblasten in Georgien mit russischer Bevölkerung. Da hat Georgien völkerrechtswidrig angegriffen und Russland ist dort nur einmarschiert, um die Bevölkerung zu schützen und hat das Gebiet gesichert, mehr nicht. Und das ist in einem unabhängigen Untersuchungsbericht anerkannt, auch von der EU. Seltsam. Artikel 34, jetzt wird's lustig. Die USA verurteilen Russland dafür, dass sie angeblich mit computerunterstützten Werkzeugen Spionage betreiben in den USA. Also mal ganz ehrlich, wer spioniert denn hier am meisten? Also ich kann mich irgendwie noch so an Handy abhören unserer Kanzlerin erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass über den Frankfurter Knotenpunkt die USA sämtliche Daten deutschlandweit abfischen. Ich kann mich entsinnen, dass überall unser Geheimdienst mit dem amerikanischen Geheimdienst zusammenarbeitet. Wer spioniert hier wen aus? Und wer ist dafür zu verurteilen? Russland? Des Weiteren wird vorgeworfen, die russischen Medien verzehren die öffentliche Meinung, weil es jetzt Russia Today gibt. Welches Land dort seit Jahrzehnten mit Milliarden amerikanische Sender überall auf der Welt installieren, zum Beispiel die Voice of America, wer dort Medien beeinflussen, unter anderem über die ganzen Thinktanks, welche Medien von uns sind unabhängig oder sind über Atlantikbrücke etc. und die anderen Thinktanks bereits unter US-Kontrolle und schreiben nur noch US-hörig. Und wenn jetzt so ein kleiner Sender wie Russia Today, der im Internet ein paar Videos bringt, also wird Russland jetzt verurteilt, weil es auch mal seine Sicht der Dinge sagt? Ich lache mich schief. Des Weiteren haben die USA in dieser Resolution grünes Licht für Poroschenko gegeben. Das ist Artikel 45. Und zwar, dass er weiter seine militärischen Übergriffe im Osten der Ukraine fortsetzen kann. Es wird eine Entwaffnung gefordert der Separatisten, was nachweisbar noch mehrere tausend Tote fordern würde, mehr als wir jetzt schon haben.
Jeden Tag sterben im Donbass Menschen. Allein in der letzten Woche sind 32 Personen wieder gestorben. Die Menschen werden in ihren Wohnungen zusammengebombt. Wenn man sich die Bilder anschaut, sie sind bei YouTube alle verfügbar. Man muss wirklich bloß gucken, ist ganz einfach, sind ein paar Mausklicks. Es gibt auch viele Übersetzungen dazu. Geht auf, sucht Marc Bartalmé. Er berichtet aus dem Donbass. Er berichtet, wie es den Menschen dort geht. Wie die traumatisiert in den Luftschutzkellern sitzen. Wie sie mühsam versorgt werden. Es wird nicht darüber gesprochen, dass in der Ostukraine keine Renten und Löhne mehr ausgezahlt werden. Die Menschen haben nichts mehr. Die Infrastruktur wurde zerstört. Gestern wurde erst wieder ein Energiewerk zerstört. Kein Strom, kein Wasser, kein Dach über dem Kopf und nichts zu fressen. Dort sitzen die Menschen im Donbass und die werden bombardiert. Und warum? Die USA sagen, die Ukraine verteidige ihr Territorium. Aber dieses Territorium gehört genauso auch den Menschen, die dort wohnen, die dort geboren sind, die dort aufgewachsen sind, die dort in den Kohlebergwerken gearbeitet haben, in den Fabriken, die Lebensader des Donbass sind. Und diese Menschen werden ganz bewusst zerbombt, damit sie flüchten. Das ist das erklärte Ziel, es ist ein Genozid. Dieses Gebiet soll frei werden von russischsprachiger Bevölkerung. Und warum? Weil dieses Gebiet bereits an die Energiekonzerne verkauft ist, besonders an Shell. Man muss sich diesen Vertrag mit Shell nur mal durchlesen, wo garantiert wird, dass Shell dort frecken kann und keine Schwierigkeiten durch die Menschen zu befürchten hat. Die Ukraine wird dafür sorgen, dass die Menschen dort nicht in der Lage sind, Einspruch zu erheben. Das steht in diesem Vertrag. Zum Schluss gibt es dann so den Schlusssatz über die Militärintervention Russlands in der Ukraine. Und diese wäre eine Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit. Das ist eine Giftkapsel. Genauso eine Irak-Resolution gab es schon einmal. Auch damals hat Ron Paul sich dagegen ausgesprochen, weil er wusste, es führt zum Krieg. Genauso wird diese Resolution zum Krieg führen. Es ist eine Giftkapsel. Ich habe bis vor kurzem noch gedacht, ich war die Hoffnung gehabt, dass es nur um wirtschaftliche Sanktionen geht, dass es darum geht, Russland zu schwächen, darum die Energiekonzerne zu installieren. Und ich hatte die Hoffnung, wenn wir unsere Stimme laut genug erheben, dass es irgendwann Vernunft gibt, echte Vernunft, dass wir unsere Regierung dazu bringen können, oder die EU zu intervenieren und das Ganze zu beenden, friedlich zu beenden. Das war meine Hoffnung gewesen. Wenn ich jetzt aber sehe, es gibt diese Resolution, dann ist das die Kriegserklärung der USA an Russland und das macht mir Angst. Denn wenn Russland sich bedroht fühlt, wodurch wird es bedroht? Durch US-amerikanische Raketen mit Atomsprengköpfen. Wo stehen diese Raketen und wer bezahlt dafür? Wir. Sie stehen hier bei uns in Deutschland, zum Beispiel in Büchel. Wir tun über Rammstein die US-Drohnenkriege unterstützen. Wir bezahlen sogar noch für diese Militärbasen. Und jetzt frage ich, könnt ihr wirklich in Ruhe Weihnachten feiern? Könnt ihr wirklich konsumieren? Könnt ihr wirklich hier vorbeilaufen, ohne das zur Kenntnis zu nehmen oder euch hinzustellen, eure Stimme zu erheben? Und wenn ihr es nicht laut macht, dann macht es leise. Schreibt euren Abgeordneten. Schreibt Briefe ans Bundeskanzleramt. Meldet euch, erhebt eure Stimme und nutzt sie. Und schaut nicht weg. Bitte. Dankeschön. Dankeschön, Angela. Das ist ja schon verrückt, was auf unserer Welt passiert.